Guten Tag. Ne, erinnert ihr euch? Wir sind von da gekommen, wo der arme Mann auf dem Boden liegt, ey. Und wir sollen jetzt hier hinein. Wo hier so einfach so Leichentücher hängen, ne? Warum auch nicht? Oh, Leute, nö. Alles gut, alles gut. Alter, hier sind richtig Insekten unterwegs. Alter! Soll das, soll das eine Ameise sein, oder was ist das? Kein Plan, ey. Was mich sehr beunruhigt, das darf ich auch ganz ehrlich so sagen, ist, dass hier... Oh, das beunruhigt mich gar nicht. Das finde ich sogar sehr gut. Dass hier hinter anscheinend noch Leute sind. Und ich... Oh. Na du. Und das kann ja... Das wäre ja so eine Gemeinheit, wenn das Spiel jetzt einfach sagt, okay, gleich hüpft hier einer hervor hinter dieser Decke. Dr. Wernicke scheint ja so, das ist der blöde Nazi-Arzt, ne? Der alte Schweinehund. Ist das abartig? Ist das abartig? Und die ganzen komischen B-Meisen hier, ey. Ja, okay. Kann man hier hoch? Weiß ich gar nicht. Müssen wir mal gucken. Wir gehen erstmal zu dem Typen dahin. Ach, du bist der hier, der hier so komisch ist. Oh Mann, schön Corona-Scheiße. Hä? Okay, dann müssen wir wahrscheinlich doch... Oh Gott. Ach, ein Dokument. Alter, was ist das denn, bitte? Alter, Vater, das ist ja krank. Alter, Vater. Was zum verfickten Fick, ey. Oh Gott, was war da gerade drin? Das ist nur die Reflexion im Blut. Ah, mein Herz. Krankenbericht von Rick Traeger. Dieser Patient hat... Ist leider auch nicht geschafft. Ich habe mein Bestes gegeben. Aber ich bin ja schließlich auch nur ein Doktor, kein Wunderwirker. Und ich bin noch ziemlich neu in diesem Geschäft. Ich lerne die ganzen... Was? Die ganzen... Erstkniffe noch? Müsste das nicht heißen, ich lerne die ganzen Kniffe erst noch? Ja, ne? Egal. Wie auch immer. Genau, wie auch immer. Jemand muss schließlich das Fett von dieser Katastrophe namens Project Wall Rider wegschneiden. Wir haben viel Geld verloren, seit die Sache wegen diesem Billy gescheitert ist. Billy, ja, haben wir auch schon mal gehört. Aber mir ist es gelungen, das Personal um über 80 Leute zu reduzieren. Kurzfristig gesehen bedeutet das Ersparnisse bei den Gehältern und langfristig bei den Renten und den Kosten für die medizinische Versorgung. Okay. Und ich habe viel über Biologie gelernt. Ich war mir bisher nicht ganz sicher, aber jetzt kann ich mit absoluter Gewissheit bestätigen, dass ein Mensch ohne Nieren nicht leben kann. Man lernt jeden Tag etwas Neues dazu. Okay, ich sag mal so, ich bin auch kein Mediziner. Aber auch, ich hätte das schon vorher sagen können, dass ein Mensch ohne Nieren nicht überleben kann. Hätte mich mal gefragt, ey, aber wollte er ja nicht. Das sind unsere blutigen Abdrücke hier. Hinterlassen wir blutige Abdrücke? Warte mal. Ah, komm. Oh ja. Lol. Okay, dann müssen wir jetzt wohl hier oben rein, ne? Hilft ja nix. Hilft ja nix. Wir sparen so viel Akku wie möglich. Müssen wir jetzt hier runter, oder was? Okay. Alter! Alter, mach keinen Scheiß! Oh, Scheiße. Dieser Arsch. Okay, wieder zumachen die Tür. Alter, Scheiße. Oh Gott. Alter, Scheiße. Alter, Scheiße. Was zum Fick?
Ja, hier müssen wir durch, ne? Alter, was geht jetzt hier schon wieder ab? Okay, kurz chillen. Oh, haben wir das zugemacht hinter uns? Okay. Da müssen wir vermutlich lang, ne? Okay, Abfahrt. Ah, oh, hier, okay, okay, okay. Alter, Scheiße. Hä? Hä? Alter, Scheiße! Oh. Oh. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier rüberspringen können. Hätte ich nicht gedacht. Ja, also das... Der Typ hat Angst. Ich weiß ganz genau warum. Ich empfinde genauso. Das war wieder aufregend jetzt, ey. Oh, vor allem, man muss so schnell reagieren. Man kann ja gar nicht. Man muss reflexartig irgendwo langlaufen und gucken und alles gleichzeitig wird gleichzeitig verfolgt, ey. Oh, Mann. Was für ein Scheiß. Scheiße. Oh, Scheiße. Können wir hier rüber? Oh ja, oh Gott. Oh, Scheiße. Oh, leck mich doch am Zuckerli, ich. Alter. Ich verpisst euch, ey. Alter, Scheiße. Oh, wer bist du denn? Oh, komm. Hallo, hier rein. Hallo. Und zwar... Oh Gott! Oh Gott, 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 oh Gott. Wer bist du denn? Hey! Oh Mann, Alter. Hey, you're that bullshit priest's guy, aren't you? Dachte ich auch erst, aber anscheinend ist der Priester auch ein Drecksack. So whatever, you must be exhausted. No, bitte. Let's take a break, huh, buddy? You'll do martini lunch? Hm? Have a little confab, blah blah. Healthier than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go. Arms and legs. Alter, inside the car at all. Wer bist du? Ein Doktor auf jeden Fall, ey. Dr. Wernicke kann es ja wahrscheinlich nicht sein, ne? Aber der, vielleicht der Typ da, der eben, von dem wir eben das Dokument gefunden haben, da. Wie hieß er? Weiß ich nicht mehr genau. Jetzt hat er uns gerettet und uns. Ach, ich dachte, jetzt haben wir. Ich dachte erst, es wäre der Priester, der uns rettet. Also der uns da hochholt. You know, I love the mountain air up here at night. You wanna head out and take a stroll? Ja! Go ahead, I'll wait here. Ja, komm! Go ja, on! Ja, 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 ja! Ja, komm, mach! I'm in no hurry. Lass mich los, komm, dann mach ich das. Alright. Ich mach das. Nose to the grindstone, I like that. Okay then. Komm, right komm! This way. Alter, du Arschloch! Du dummes Arschloch! Das war ja wieder so gemein. Zeigt uns da die Freiheit. Schön den Exit, ey. Du kleiner Drecksack. Was bist du auch für ein ekliger Typ? Alter, der sieht ja richtig schrecklich und furchtbar aus. Oh, da will ich gerne hoch. Entschuldigung. Können Sie mich bitte losmachen? Oh, jetzt mit dem Fahrstuhl einfach nach unten fahren. Wie nice wäre das denn? Oh Gott. Halt's Maul. We're putting that tongue to any use anyway. Truth be told, I was just. Was ist das da vorne denn für ein Typ? Alter, ist der. Was passiert jetzt hier mit uns? Verschissene Scheiße doch mal. Here we are then. Okay. Was hast du mit mir vor, Chef? Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. We'll just need a second to wash up. Was hast du. Alter, ist der eklig. Lass meine Kamera. Chef. And it'll give us a chance to talk.
Chef, was machst du jetzt? Alter, was ist das denn für... Habt ihr gerade seine Popo gesehen? Sieht erschrecklich aus, ey. Holier than thou, Bible thumping. No offense to the man. Lass das scheiß Messer da liegen. Nimm das weg. Nimm das scheiß Messer von unserer Kehle. Dankeschön. Alter, ist der eklig, der Typ. Das ist, glaube ich, der ekligste, den wir bisher gesehen haben. Nein. You have to rob. Nein. There's no other way. Murder. Is the simplest form, but what happens when all money is gone? Lass mich in Ruhe. Alter, guck doch mal, wie eklig der Typ ist. Echt, das ist ja richtig. Der Typ ist ja richtig ekelhaft. Nö, komm. Nein, du bist. Alter! You paying attention? Don't pass that on me. There's so much for you to absorb. There. You're better, right? We made the consumer into the means of production. This thing is gonna sell itself. Was zum Fick? Was zum Fick ist jetzt passiert? Fassen wir zusammen. Alter, ist das hier eklig. Jetzt gucken wir uns das hier an. Überall wieder die kleinen Zehmeisen hier unterwegs, ey. Da haben wir hinge... Haben wir hingeäugelt, ey. Alter, hier hat er nicht erstmal... Alter, der hat uns gerade die verschissenen Finger abgeschnitten mit einer riesigen Schere. Einfach so. Ich dachte, wir kommen hier durch das Spiel, ohne dass uns wirklich selbst was passiert, außer halt der Horrorschock. Aber dieser Dreckskerl hat uns die Finger abgeschnitten. Einfach so. Mit einer verschissenen riesigen Schere. Wie bitte? Was zum Teufel, ey. Und wir waren natürlich nicht die Ersten, die er verstümmelt hat mit seiner Schere. Vor allem die Schere stand ja auch im Pissoir drin. Vorher. Wir kriegen doch sowas von der Infektion. Der hat uns mit so einer verrosteten Pipischere hier die Finger abgeschnitten. Ich bin sehr, sehr schockiert. Also das finde ich gerade... Also... Wir fliehen da unten vor diesen Spinnern. Müssen uns richtig konzentrieren, dass wir probieren, den richtigen Weg zu wählen in der Flucht. In der Geschwindigkeit. Dann sind wir in einem Raum, wo ich dachte, es geht nicht weiter. Dann schickt er da den Essensaufzug runter. Ich dachte, der Vater Martin, weil ich dachte, okay, wer soll uns sonst helfen? Da dachte ich, ja, okay, nice, hilft der Vater Martin uns wieder. Kriegen wir erstmal einen auf den Sack, bevor wir uns da reinsetzen können. Dann werden wir nach oben gefahren. Da steht da dieser komische, nackte, eklige, alte Schmierlappen. Haut uns auf die Fresse. Erzählt irgendeinen Scheiß. Setzt uns in den Rollstuhl. Fährt uns durch diese scheiß Psychiatrie hier. Fährt uns hier durch. Labert nur Kacke. Zeigt uns den Ausgang. Sagt, ja, ihr könnt doch abhauen. Hahaha. Ha, ha. Aber wir haben festgebunden. Dieser Dreckskerl. Dieser verdammte Dreckskerl. Und dann. Dann fährt er uns hier rein. Ich dachte ja, okay, das kann ja nichts, kann ja nicht jetzt, also kann schon mal Schlimmes passieren, das ist ein Horrorspiel, aber ich dachte jetzt, okay, dann passiert gleich irgendwas, dass wir vor ihm fliehen müssen oder sowas, und oder wir mit dem Rollstuhl irgendwo runterfallen, oder dass der große Typ kommt und dem Arzt auf die Fresse haut und wir währenddessen fliehen können, irgendwie sowas. Stattdessen werden wir hier reingefahren. Und dieser eklige Bastard mit seinem komischen Schmürgelpopo. Guckt hier seine ganzen Werkzeuge an,
Und dann nimmt er diese verdreckte Schere von da hinten und schneidet uns zwei Finger ab. Können wir die Hände irgendwie angucken, wenn wir hier gegen die Wand laufen oder so? Nee. Wenn er sich irgendwie abstützen muss. Der hat uns von jeder, also ich glaube, einen Zeigefinger und einen Ringfinger, wenn ich es richtig gesehen habe eben. Ja, da hat er erstmal hier richtig einen rausgefeuert hier. Kein Wunder. Die wurde ganz mit Finger abgeschnitten mit einer Rost. Ich kann mich gar nicht beruhigen, ey. Ein Spiegelbild haben wir nicht. Und wir können hier nichts irgendwie oder haben keine Notiz oder sowas. Wie heißt denn? Wir können noch mal kurz gucken, wie der. Haben wir eine Notiz? Nee. Aber wir können mal die Dokumente noch mal kurz gucken. Wie der Typ. Rick Traeger. Das ist der bestimmt. Hier mit den komischen biologischen Experimenten und dem ganzen Kram, ne? Und hier Nieren. Ja, ja, das ist bestimmt der. Dr. Zahnschein. Dr. Rick Traeger. Okay. Haben wir dann ein Dokument noch gar nicht gelesen? Oder warum ist das noch so weiß? Achso, nee. Okay, kein Plan. Okay, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich vor dem Typen fliehen, schätze ich mal. Aber wohin? Oh, das ist doch wieder... Ich hab gedacht... Ah, scheiße. Wir machen die Tür sofort wieder zu. Sofort. Sofort. Wer redet da? Nee. Auf keinen fucking Fall. Oh, Scheiße. Alter. Da können wir hoch. Leute. Dann haben wir anscheinend mit dem Türöffnen den Trigger für Traeger ausgelöst, sozusagen, ey. Ich dachte, wir können dem Typen dazuhören, der da was geredet hat. Aber hat ihn einfach gerufen, den verschissenen Arzt. Traeger! Halt die Fresse, echt. Dann wollte ich gucken, was da passiert. Und dann hat er mich natürlich sofort gesehen, der Drecksack. Scheiße. Ah, jetzt sind wir hier oben. Was ist überhaupt unser Auftrag jetzt? Das Hauptgeschoss... Oh ja, wie? Was sollen wir denn jetzt machen? Wo kommen wir denn hier lang? Erstmal ein bisschen Ausschau halten, damit man von hier oben irgendwas sehen kann, was wir jetzt machen müssen, oder was? Wo wir hin müssen? Wer ist der Traeger-Typ hier irgendwo unterwegs, ey? Shit. Ja, okay, aber ich würde sagen... Ich habe erstmal genug gelitten für diese Folge. Finde ich. Finde ich ganz eindeutig, ey. Alter, dieser Drecksack. Ja, dann einfach... Und der hat die Schere immer noch in der Hand gehabt, habe ich, glaube ich, gesehen. Er hat die Schere immer noch bei sich. Dann müssen wir auch mal gleich gucken, welcher Typ da die ganze Zeit rumgeschrien hat eben. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich beruhige mich jetzt erstmal wieder. Denn das war jetzt wirklich eine Folge, alter Vater. Mann. Rick Traeger ist der größte Drecksack. Müsst ihr mir zustimmen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.